Ich begrüße Sie zu einer neuen Abendausgabe von John Gostens Daily DAX heute am Dienstag, dem 24. November 2020. Gestern gut gestartet der deutsche Aktienex, dann aber purzelten die Gewinne bzw. die Gewinne wurden vollständig abgegeben. Heute war es jedoch anders. Der DAX konnte mehr oder weniger seine Gewinne als auch seinen Tageshöchststand fast bis in den Xetra-Schluss des heutigen Handelstages hinein verteidigen und ging nur knapp unterhalb der Marke von 13.300 Punkten aus dem Handel. Dies entspricht einem Kursgewinn am heutigen Handelstag von 1,26%. Also wie heute haben die Bullen entsprechend wieder Gas gegeben. Nichtsdestotrotz, trotz aller Euphorie und positiver Kursentwicklung ist und bleibt die alte Widerstandszone beginnend bei 13,3 bis eben 13,460 vorerst noch immer aktiv. Wir haben auch noch immer einen unverändert überkauften Marktzustand, der noch immer nicht sauber konsolidiert wurde. Nichtsdestotrotz, der Fakt ist nun mal, die Bullen bleiben an der Macht. Aber man muss weiterhin hier ganz klar stets davon ausgehen, dass es auch mal zu kleineren oder eben auch größeren Gewinnmitnahmen kommen kann. Dann noch ein Blick auf die Daimler-Aktie. Es wird nun wirklich sehr, sehr spannend. Daimler hat einen unglaublichen Kursanstieg hingelegt in den vergangenen Monaten. Wenn wir uns zurückerinnern, im Crash-Tief des Monats März, notierte die Aktie marginal nur noch knapp oberhalb der Marke von 21 Euro. Jetzt ist sie schon wieder bei fast 60 Euro angelangt. Aber die Marke von 60 Euro ist charttechnisch gesehen eine sehr, sehr wichtige Marke. Mehrere horizontale Kreuzungen verlaufen dort, als auch ein Monats-GD. Das hier ist eine recht explosive Mischung. Auch noch gepaart mit dem oberen Bollinger Band könnte das tatsächlich hier die Trading-Idee der Woche werden, die wirklich dann auch hier mit einem 2er- bis 3er-Hebel ausgelegt ist, darauf, dass eben beispielsweise eine Daimler-Aktie hier nochmals ca. 15% fällt, was dann im Umkehrschluss mit einem 3er-Hebel beispielsweise ein Kurspotenzial von rund 45% zunächst einmal bedeuten würde. Ich denke, dass die Daimler-Aktie in diesem laufenden Monat mit einem Kursgewinn von 30% jetzt mit der Marke von 60 Euro, vielleicht knapp darüber, jetzt definitiv hier die Schlussglocke einleiten dürfte. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis morgen früh, dann mit dem Blick wieder auf die Wall Street auch hier. Ja, es tut sich so einiges, heute wieder mit etwas mehr Bewegung, mehr Erläuterungen dann dazu morgen früh.